Zu DDR-Zeiten, das ist mein letzter Satz, gab es ein Meer des Friedens, das ist die Ostsee. Und die Ostsee gehört zu diesem Waffensystem. Das ist der Spiegel. Es ist der Spiegel, mit dem man benutzt, das, was man über diese voll metallierten Himmel weiterschickt. Dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte. Egal was, ob es ein Erdbeben ist, eine Katastrophe ist. Wir können nie wissen, ob das von Rostock gemacht wird, von Marlow. Wer's beschickt eigentlich? Und wenn ihr dann nach Marlow fahrt, geht nicht so nah an den Zaun ran. Da steht eindeutig, wer näher als 3 Meter an den Zaun rankommt, es wird sofort geschossen. Das ist der Spiegel. Das ist der Spiegel. Das ist der Spiegel. Das ist der Spiegel, mit dem man benutzt, das, was man über diese voll metallierten Himmel weiterschickt. Dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte. Egal was, ob es ein Erdbeben ist, eine Katastrophe ist. Der Spiegel. Jemals benutzt, voll metallierten Himmel weiterschickt. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Jemals benutzt, dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte. Voll metallierten Himmel. Jemand benutzt. Dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte. Hallo, ich habe hier ein paar Informationen zum Thema Harz und Erdbeben zusammengefasst, die ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen solltet. Also, Harz kann durch seine Schwingungen ein Erdbeben auslösen und verstärken, das ansonsten gemächlich in vielen kleinen Erschütterungen abgelebt wäre. So ähnlich, als würde man einen Felsbrocken, der am Abhang steht, mit einem kräftigen Tritt zum Runterstürzen bringen. Der Tritt war dabei nur die Aktivierungsenergie. Das hat mit der Resonanz des schwingenden Objekts zu tun. In dem Fall die Erdkruste. Zu vergleichen mit einer Autobahnbrücke, die durch konstanten Wind mit jeder Schwingung einen weiteren kleinen Impuls vom Wind erhält und sich so mit der Zeit immer weiter bis zum Einsturz aufschwingt. Davon gibt es eindrucksvolle Videos. So ähnlich können auch Harzwellen die Schwingungen in der Erdplatte immer weiter anhöhen und verstärken. Harz arbeitet vor allem mit langen Radarwellen, die von der Atmosphäre reflektiert werden oder von Satelliten. Harz ist zurzeit die Wunderwaffe schlechthin. Harz kann die Ionosphäre anheben, manipuliert das Erdmagnetfeld, Harz kann den Jetstream umleiten und so das Wetter manipulieren. Harz kann sich auf Emotionen und Gedanken der Bevölkerung auswirken und diese manipulieren, weil im Gehirn elektrische Impulse ausgetauscht werden und auch Gehirnfrequenzen gewissen Zuständen zuzuordnen sind. Zum Beispiel Tiefschlaf, Traum sowie alle Urtriebe. Wissenschaftler haben unter anderem mit der Lernkappe bewiesen, wie einfach das Gehirn zu manipulieren oder beeinflussen ist. Harz kann vielleicht sogar holographische Objekte in den Himmel projizieren. Dabei sollen sich die Silberatome oder Ionen wie Kristalle in einem LCD-Bildschirm verhalten und an dem Magnetfeld ausrichten, das Harz nach Belieben manipulieren kann,
und über den gesamten Globus aufbaut. HAARP kann 1 Milliarde Watt Strahlung gespiegelt über Satellit auf jeden Punkt der Erde fokussieren und auch die Atmosphäre zu Plasma erhitzen, so dass sie selbst zum Spiegel wird. Und jetzt wird's brisant. Der japanische Finanzminister hat in einem Interview bekannt gegeben, dass Japan alle Grenzen für Hedgefonds, also die komplette Finanzwelt, fallen gelassen hat, weil die japanischen Atomkraftwerke erpresst wurden mit einer Erdbebenwaffe. Diese Aussagen sind älter als die letzten Erdbeben in Japan und beweisen quasi, dass es sich hierbei um die Wahrheit handelt. Die HAARP-Radartechnologie arbeitet wie gesagt nicht mit Mikrowellen, sondern vor allem mit sehr langen Wellen, die von der Atmosphäre reflektiert werden. Eine andere Theorie für die Erzeugung künstlicher Erdbeben als die der konstanten Schwingungserhöhung der Erdkruste ist das Erhitzen des Grundwassers oder unterirdischer Seen durch die HAARP-Wellen, Radar- oder ILF-Wellen. Ähnlich wie bei einem Ei in der Mikrowelle verdampft das Wasser und durch den enormen Druck, die Kraft des Wassers, kann die Erde gespalten werden. So hat man eine Massenvernichtungswaffe mit verhältnismäßig geringem Energieaufwand und vor allem ist sie nicht zuzuordnen. Schließlich ist sie ja eine Naturkatastrophe. Erdbeben an sich sind normal, aber die Auffälligkeit der Entstehung in immer der exakt selben Tiefe, nämlich 10 Kilometer, in den letzten Jahren und Monaten, die sich rasant vermehren und das filmreife Timing der Erdbeben im Sinne der Elite, erwecken weltweite Skepsis bei Experten und Amateuren. Außerdem gibt es weltweite Auffälligkeiten auf dem Regenradar der Wettersatelliten. Dort sind Regenwolken in riesiger Ringform zu erkennen. Die Rauchringe, genannt Bullseye. Auch hier liegt ein Zusammenhang zu HAARP nahe. Es gibt auch immer öfters gleichzeitig Erdbeben, aber diese können lokal nicht zugeordnet werden, beziehungsweise deren Ursprung kann nicht ermittelt werden. Mehr dazu findet man bei Conrebi seinem Video. Conrebi, C-O-N-R-E-B-B-I. Breaking-Verbot und Bullseye. Dort bin ich auch auf die Cellphone Tower gestoßen. Getarnte Antennen, die 4-mal so teuer wie herkömmliche Radaranlagen sind, versteckt in Palmen oder Laternenattrappen, die anscheinend nicht für das lokale Handynetz gedacht sind. Des Weiteren berichtet er von Schneestürmen in Kalifornien und dass im Andreasgraben in Südkalifornien vermehrt Triple Clouds auftreten. Seltsame, unnatürliche, riesige Wolkengebilde, immer 3 an der Zahl und glockenförmig. Bitte zieht hier auch die Verbindung zu den toten Tieren mit den leeren Mägen, zu den Vögeln, zu den Fischen, zu den Fröschen, die alle durch ein Schockerlebnis gestorben sind, deswegen der leere Magen und trotzdem keine Verhungerungssymptome. Auch erstaunlich ist, dass bei den Vögeln die Hälse aufgeplatzt sind am Hals, dort wo Chips von Natur, Forschern platziert waren. Und man hat auch an der Küste des Irans Delfine gefunden, die quasi gebraten waren, mit verbrannter Haut aufgefunden wurden. Und jetzt gibt's auch noch portable HAARP-Kugelanlagen, die auf Bohrinseln mobil im Meer unterwegs sind und jederzeit flexibel ihren Standpunkt ändern können. Das Video soll euch jetzt nur einen groben Überblick über die Thematik liefern, aber verbreitet es ruhig. Danke. So, das waren doch schon mal sehr, sehr informative 10 Minuten, oder was sagt ihr? Aber das absolute Sahnehäubchen kommt natürlich zum Schluss. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, gab's natürlich nur 1 oder 2 Mal auf YouTube und gibt's natürlich wieder nur in Englisch. Ja, wenn ihr kein Englisch könnt, dann holt euch mal bitte schnell einen Englischmächtigen eures Vertrauens heran. Aber für all die, die kein Englisch können, an die habe ich natürlich auch gedacht und ich setze hiermit eine Belohnung aus für denjenigen, der mir diesen letzten Part, den ich euch jetzt hier zeigen werde, übersetzt und mir das zuschickt. Natürlich muss das Ganze aber auch auf einem gewissen Niveau sein, also keine S und A's und O's und Stottereien. Das muss ein einigermaßen flüssig und sauber gesprochener Text sein, denn das Ganze muss ja auch ein gewisses Niveau haben, wenn es um solche Themen geht.
Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin irgendwie zu faul zum Übersetzen, aber ja, wenn ihr wüsstet, wie viel Übersetzungsarbeit ich schon die letzten Monate jetzt geleistet habe, so, dann würdet ihr mich verstehen auf jeden Fall. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem mit, dass wir hier in Deutschland einfach zu wenige Informationen haben. Und man findet einfach vieles und gerade auch so technische Sachen findet man meistens in Englisch oder in irgendeiner anderen Sprache. So, die Russen sind auch ziemlich gut aufgestellt, aber da habe ich ja noch weniger Bezug zu. Aber ich sehe das bei meinem Kollegen, was der da teilweise aus dem Internet so rausfiltert. Und das ist echt teilweise ziemlich beachtlich. Und da sehe ich auch ganz klar, dass wir in Deutschland hier mit am schlechtesten ausgestattet sind. Und deshalb möchte ich hiermit mal so einen kleinen Anreiz schaffen, etwas Gutes zu tun, mir bei meiner Arbeit zu helfen und somit uns allen zu helfen. Denn diese Information muss raus und das ist schon lange überfällig, weil das ist auch wieder so ein kleines Mosaiksteinchen. Wenn die Leute das in ihren Schädel kriegen, das ist einfach so heftig. Also guckt's euch einfach an. Okay, will ich mal nicht so sein. Also was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist ein Video, wo ein Mann erklärt, dass die Universität von Alaska einen Server besessen hat, wo sie Daten gesammelt hat von den HAARP-Aktivitäten und man da ganz eindeutig drauf erkennen kann, dass vor Fukushima, also kurz davor, in bestimmten Intervallen und auf bestimmten Frequenzen gepulst wurde, wie das eigentlich sonst nie der Fall gewesen ist, und danach kam gar nichts mehr, also nichts in dem Stil. Und dann nach Fukushima hat man diesen Server einfach platt gemacht und ja, jetzt gibt's die Daten nicht mehr. Aber er hat das damals aufgezeichnet und ja, guckt's euch an. Okay, a lot of people have wondered if the HAARP machines have been involved in the Fukushima Japanese nuclear catastrophe. And my data says that yes, it was involved, and I'm going to show you that data. This is what it looked like before the disaster, and then here's what it looks like after. And this meltdown is killing the Pacific at an amazing rate. And if the HAARP operators were involved in this, obviously the international community needs to find them, arrest them, bring them to trial. Let me show you the data that I have. University of Alaska has been in charge of this HAARP program for many years, and they used to have a server up called the Maestro. And the server was taken down after Fukushima happened, so the public cannot get this magnetometer data anymore. On this scale, you have the frequency. This is extreme low frequency here, 0, 1, 2, 3 hertz, which is cycles per second, 4 and 5. Here we have a 24-hour span in UTC, which is Zulu or Greenwich Mean Time, and it's full day here. Here's the power, this power spectral density in volts squared per hertz. So the white is a lot of power, fades through yellow, red, and then purple is like no power. This kind of thing here is just the sun acting up, or the aurora borealis in the North Pole. You know, solar flares, a lot of natural stuff. These horizontal lines are something operating in a pulsed mode, probably the HAARP transmitter itself. Let's step through time. This is 7 February 2011. 9th of February. That's strange. I have no idea what that is. But again, these horizontal lines are most likely the HAARP operating pulse mode. In fact, the horrific drought of 2012 was caused by this mode right here, this pulse mode of operation. And we go February 11. Here's the first time they're using some real power here. And this is right at 2 hertz. And for the next few days, it looks like, or the rest of the month of February, it looks like they're sweeping this signal back and forth to try to find the right frequency to reach Japan, because I believe that this extreme low frequency corresponds to a geographical location for where the HAARP beam is going to deposit its energy. So we go from 2 hertz to about 2.3. About 2.3 stays at 2.3, 2.3, 2.3, 2.4, 2.4, and it's turned off. 17th of February, it's off, and here's just some solar noise, solar flare. 19th February, 20th February, 21 February, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th. Okay, now they've turned it on. It's right at 2.5 hertz. Now there's a lot of power going on, and it's very stable right at 2.5 hertz.
This is the 27th of February. It seems to drop just below 2.5 hertz. 28th of February. March 1st, it's stable. It's lots of power. Still stable at 2.5 hertz. And March 3rd, they're really blasting it. They've dropped the frequency just a little bit. And here it is ending up at about 2.3. So they couldn't get it to shake loose right here. Again at 2.4. And now it's turned off. March 6th, it's off. March 7th, it's off. March 8th, it's turned back on. Now we're running right up to the Fukushima disaster. March 9th. Now it's sitting just a hair below 2.5. Just a hair. And it's on continuous. March 9th, March 10th. The next day is the disaster. And it seems to move right back up to about 2.5. Just a hair under 2.5. Okay, now here's the morning of the disaster. And you notice at Universal Coordinated Time, which is Greenwich Mean Time, it shuts off about, looks like just short of 9 a.m. So if we go to CNN, we can find out exactly when this disaster happened. It says at 2:46 p.m. on March 11th, 2011. So that's what we need to convert on this little world time converter. Very convenient. So 2:45 p.m., a minute off, converts to London, Greenwich Mean Time, 5:45 a.m. So we're going to remember 5:45 a.m. on March 11 and go back to this other picture here. So 5:45 a.m. is just about right here. Right here is where the, quote, 9.0 earthquake happened. And then it ran about 4 more hours and they shut it off. But right here is where the Fukushima tsunami happened. So let's go ahead and look at the future. And keep in mind, this is just right a hair, right at 2.5. Now here, the next day, March 12th, they did not run it. Next day, oh look, it's slightly above 2.5 now. Slightly above. March 13th, it's a different frequency. March 14th, same thing. Slightly higher frequency. And I think those 2 days were a head fake, because the rest of March, they have it turned off. March 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. 30, 31, 30, okay, now I'm back. Okay, so the rest of March, it was turned off. And it was only pinned at that 2.5 hertz up to the time of the earthquake. And then they did 2 days in a row, this head fake at a slightly different frequency, meaning a slightly different geographic location for where that tectonic energy was being deposited. So that's my evidence that I believe that the HARP transmitter was used to aid and abet in the Fukushima meltdown, the attack on Japan. And I hope that these international police agencies are going to look at this kind of thing and just really think twice about allowing this technology to continue working. Okay, I hope that's... something that people are interested in. Thanks for watching.